So, wir sind hier. Carlos, du gehst schon mal rein, weil du darfst nicht wissen, um was es heute geht. Ah, Überraschung? Okay. Ja, erstmal hallo. Hallo, ihr Lieben. So, heute sind wir wieder beim Juri. Das ist mein Lieblingstätowierer. Und ich möchte mir heute was stechen lassen. Was stechen lassen? Ja, und zwar so eine kleine Überraschung für den Carlos. Und zwar möchte ich ein Porträt von ihm hinten auf dem Rücken hier tätowieren lassen. Und ich bin jetzt schon mal gespannt, wie es ausschaut. Es soll schwarz-weiß werden. Alles andere seht ihr dann auf Facebook. So. Hallo, Juri. Hallo. Hi. So, that's my friend Juri. Der best Tattoo Artist in town. No, jetzt hast du. Das kennen wir ja alles aus der Schule. So ungefähr, jetzt wird's abgebauscht. Drawing. You know what I mean? Dass mein Mann richtig geil zu Geld bekommt. So richtig geil. The lips, the bart. You know what I mean? Oh yes. Anis. Ciao, I'm smoking a cigarette. So, jetzt machen wir mal das Foto drauf. Seht ihr meinen muskulösen Rücken? Yeah! Where is muscle? I don't see muscle. Right here. Habt ihr es verstanden? Der Juli fragt, wo meine Muskeln sind. Und wisst ihr, wo sie sind? Sie sind hier. Sensor. Sensor. This picture is too good for you. This man is too good for you. Oder was? Dieser Mann ist zu gut für dich. Thank you, Juli. Bitte. I like it. Pardon? Yeah. How do you sing? Yeah. I can see it. Yeah. Stop. That's good enough. Yeah. Stand straight. Straight or like this? No, not like this. Maybe we can try from this side too. Ein bisschen Spaß muss sein. Excuse me? Der macht jetzt auf der anderen Seite das gleiche. Ja. Yeah. Auf welcher Seite besser aussieht. Okay. Ich sehe ja nichts, ich habe hinten keine Augen, Leute. Ne? So, we can compare. Die denken immer, ich kann zaubern. Oh, it's cold. Cold is. Aber dann ist besser noch hier, das kann vielleicht, dass mein anderes Bild wegmachen. Ich finde es ja mega geil, wenn sie alle an mir rumfummeln. Das sind mal Nippel. Jetzt muss ich wieder anspannen. Ja, yeah, like this. Conan der Barbar. Muss ganz ruhig sein. Sonst wird mein Stecher böse. Ja, ich sehe das. Am Spiegel, schau. I don't like here because of the bone. You see? This bone, it's normal. Yeah, because my thing is too. Yes. Down. Here, down. Here. Okay. Hier ist besser. Weil da hast du genau deine Ach so, übrigens Leute, ne? Ich habe mir die Fettwegspritze machen lassen in der Beauty Klinik. Hier alles viel besser. Hier war es ja so vorher. Jetzt geht schon ein bisschen rein. Und hier vorne auch. Hier. Hier auch. Ich könnte wirklich zu Heidi Klum gehen, zum Supermodel. After, wie heißt das? Older Age Model with big tits. Oh. Carlos. Nur hier. Ja, wo ist der Tür? Da, hier. Ja. Carlos ist ja so fett, Leute. So motherfucking fett.
Ich tanze nicht. Ach so, ich habe vorhin gehört, ein Satz, der mir sehr gut gefällt. Was heißt Waffe auf Englisch? Weapon. My weapon is my tongue. If you know what I mean. Und etwas mit der Tasche war dazu. Ach ja, der andere Satz gefiel mir auch. Den hat, diese Ex-Frau von Boris Becker. Zip it, lock it, put it in your pocket. Barbara Becker. Barbara Becker, genau. Zip it, lock it, put it in your pocket. Also nicht immer alles aussprechen, was man denkt. Sollte ich vielleicht mir mal zu Herzen nehmen. Fällt mir aber leider sehr schwer. I have to lay on my stomach. On my muscular stomach. I think better you not sit like this. Yeah? Ach Gott, then everybody sees my face. Mach die Beine breit, Karl, jetzt. Was? Na? Juli, so. So. No, sit. So like this? Ah, sit. Ah, so. Yeah, and you can relax. Yeah, yeah, it's not so easy. Ja, aber mach lieber so was. Don't show my fat, ne? Du willst schwitzen, wenn ich meine Sau da unten. Mach lieber das. Dann schwitzt du wieder bitte. Ja, das ist. Ist auch nicht immer so der Aufzug, ich mach das mit der Kamera. Aber du musst hier nicht so streng gehen, weil sonst macht es sich gefaltet. Und mein Gesicht ist nicht so wie ein Nazi-Jähriger. Ich bin gespannt. Danny is coming. Ja? Ja, in 30 Minuten. 30 Minuten? Ah, okay, das ist die Genau, der andere Mann. Ich werde gleich suchen. Das ist meine Zungenstiche. Was geht da? Ein Mann kennt keinen Schmerz. Ein Mann? Ja, nur mal so zur Information. Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja schon viele Tätowierer vorher und wie man sieht, die Tätowierer teilweise vor ihm, die meinten immer, oh Gott, du mit deinen Medikamenten, du blutest so stark und bla bla bla. Das war nicht das Bluten das Problem, sondern es war, dass falsch gestochen wurde. Weil der Juri sticht mich ja schon mittlerweile sehr oft. Oh, mein Fuß ist eingeschlafen. Also mein ganzes Bein wurde schon gemacht, mein Bauch wurde gemacht, hier oben wurde überarbeitet und jetzt das. Und ich blute komischerweise bei ihm nie, weil er die richtige Technik anwendet. Und andere stechen halt sehr tief und wissen nicht, was sie tun, verkaufen sich aber als sehr gute Tätowierer. Point blank, that's not normal. Ach komm, ich kann aber auftreten. This way. Kuckuck! Da! Der alte Mann legt sich, der Krüppel. Ja, okay, sogar kannst du die Fässer entspannen jetzt. Ja, mein Fuß ist eingeschlafen. Ja, das ist aber nicht so schlimm. Du kannst ruhig mal meinen Po filmen, weil der ist mit 51 noch ganz schön knackig, du Freund. Ja, hier. Yeah! Hopp, hopp, nun mal etwas schneller, Jungs. Juri ist 32 Jahre jung und kommt aus Odessa. Odessa ist eine Hafenstadt am Schwarzen Meer im Süden der Ukraine und ist für ihre Strände und ihre Bauten aus dem 19. Jahrhundert bekannt. Darunter das Opernhaus Odessa. Juri bietet seine Dienste in der Hermannstraße Berlin-Neukölln an. Seine Kontaktdaten blenden wir selbstverständlich später ein.
Zufrieden? Hallo. Sehr zufrieden. Visiert gefällt mir sehr, sehr gut. Ich bin gespannt, wenn es komplett fertig ist. Aber ich glaube, der Jury weiß, was der tut. Super. Hallo, ich bin der Harald Dino und ich bin horny as fuck right now. Wow. You know, I mean it. Mich wie so ein Backenhörnchen. Wie fühlst du dich? Wie so ein Backenhörnchen. Fühlst du dich? Ja, weil meine Backen so eingequetscht sind hier drin. Mhm. Alter. Und zufrieden? Ja, sehr sogar. Müde, kaputt? Ich bin müde. Ich habe letzte Nacht schlecht geschlafen. Aber vom Schmerz her ist es sehr erträglich, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist schlimmer vorgestellt. Oh, viel schlimmer. Viel schlimmer. Aber er ist sehr feinfühlig. Vor allen Dingen sticht er sehr schnell und er sticht nicht so tief. Weil je tiefer man sticht, desto mehr tut es weh. Und man merkt ja auch, das blutet nicht. Ne? Aber kann man ja auch missverstehen mit den Stechen, ne? Ja. Er sticht mich, Leute. Aber wo bleibt mein Geheimnis? So, Leute, wir sind fertig. Jetzt muss es ein bisschen abheilen und dann kann es sein, dass wir nochmal nachstecken müssen. Ich habe keine Ahnung, wie es aussieht, aber schauen wir gleich mal. Ich bin mega K.O. Ich könnte einschlafen und ich bin froh, wenn ich jetzt ins Bett komme und meine Kardashians anschauen kann. I'm Yuri, the tattooer of Harald and Carlos. Check my Facebook to see my art. Yeah, also, es heißt auf Deutsch, weil er kann ja noch kein Deutsch, er kommt aus der Ukraine. Sein Name ist Yuri Mitin. Ihr könnt ihn auf Facebook oder Instagram erreichen. Und dann wird hier unten seine neue Telefonnummer ausgeblendet. Und wenn ihr irgendwie Bock habt auf ein neues Tattoo oder irgend sowas, dann schreibt ihm eine WhatsApp oder ruft ihn kurz an. Und dann bekommt ihr sowas wie hier. Ja, auf Wiedersehen. Guter Tätowierer. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Bye bye.